Hi Freunde und herzlich willkommen zu endlich einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich war jetzt länger nicht da, weil ich nicht ganz fit war, darum kamen auch kein Dankeschön-Videos zu den 200 Abonnenten. Aber jetzt sage ich gerne vielen Dank für 200 Abonnenten. Danke an jeden Einzelnen, der hier Teil dieser Community ist. Ja, und freue mich sehr, sehr, wenn diese Community noch weiter wächst. Es macht einfach großen Spaß und in Zukunft sollen weitere Videos kommen. Wie gesagt, ich war nicht ganz fit. Was ich noch sagen wollte, bevor es losgeht, ihr könnt mir auf jeden Fall auch gerne Videowünsche unten in die Kommentare schreiben. Irgendwelche Teams, die ich analysieren soll, wo ich draufschauen soll, irgendwelche Spiele, über die ich reden soll oder irgendwelche Wettbewerbe, wo ich noch meine Prognose abgeben soll. Also ich bin immer offen für Videowünsche unten in den Kommentaren, würde ich sehr mich sehr freuen, da ein paar zu sehen. Und ja, ansonsten legen wir gleich los mit diesem Video und es geht um Spieler, die underrated sind. Aus jeder Top-Liga stelle ich einen Spieler vor, der underrated ist. Es kann ein Talent sein, es kann aber auch ein fertiger Spieler sein. Und wir hatten kürzlich schon mal ein Video mit Player to Watch. Das waren aber nur Talente und jetzt einfach Spieler, die meiner Meinung nach komplett unterschätzt werden. Werde ich mit vielen Statistiken arbeiten und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Beginnen wir in der Premier League und da habe ich gehört, wie einer gesagt hat, Emil Smith-Rowe wäre der beste Tempo-Dribbler der Premier League. Und das habe ich dann untersucht, 21 von 27 Dribblings sind erfolgreich. Damit ist er besser wie zum Beispiel Mohamed Salah und Emil Smith-Rowe ist auch 21 Jahre jung. Aber trotzdem habe ich mich noch nicht bestätigt gefühlt daran, dass er der beste Tempo-Dribbler der Liga ist. Und dann habe ich mal nachgeforscht bei den Statistiken und Adama Traoré ist da ganz weit oben bei den Tempo-Dribblings. Beziehungsweise ist Adama Traoré der Spieler in den europäischen 5 Top-Ligen, der die mit Abstand meisten erfolgreichen Dribblings absolvierte. 44 erfolgreiche Dribblings bei nur 57 Versuchen. Das ist eine Quote von 77,2%. Das heißt, er geht extrem gerne ins Dribbling. Und obwohl er extrem viele Dribblings absolviert, hat er auch eine extrem hohe Quote. Und nicht nur aufgrund dieser Statistik zählt er für mich zu den besten Dribblern der Welt, neben zum Beispiel Vinicius Junior, der neben ihm für mich auch ein absoluter Super-Dribbler ist. Auch wenn man Videos von ihm ansieht, sieht man eigentlich, wie extrem schnell er ist. Vielleicht, wenn ihr Europa League oder Premier League Highlights von Wolverhampton ansieht, seht ihr vielleicht auch, wie schnell er ist, aber habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Aber wenn ihr euch richtig intensiv mit ihm beschäftigt, dann kommt das rüber, wie dribbelstark er wirklich ist. Aber vor allem aufgrund seines Tempos, natürlich ist er auch recht ballsicher, aber vor allem aufgrund seines Tempos. Was ihm aber fehlt, ist, er ist nicht abschlussstark, er hat kein gutes Passspiel und keine gute Defensivarbeit. Darum zählt das Gesamtpaket Adama Traoré nicht zu den underratedsten Spielern der Premier League, aber von dieser einen Stärke her gehört er zu den unterschätztesten Spielern der Welt. Kommen wir zur Bundesliga und da ist der unterschätzteste Spieler für mich ganz klar Konstantinos Mavropanos. Bei Transfermarkt.de hat er nur einen Marktwert von 6 Millionen Euro und das ist für mich eine absolute Frechheit, denn er ist 23 Jahre jung und er zeigt wirklich gute Leistungen und das sage ich nicht nur wegen den zwei schönen Toren gegen Hoffenheim und Gladbach, sondern auch weil er einfach Stärken hat, die ein Innenverteidiger braucht. Und der Grund, warum er so underrated ist, ist zum Beispiel auch sein Kicker-Notenschnitt von nur 3,61. Der ist ganz einfach nicht gut. Und das liegt vielleicht, die Noten werden oft in der Passquote bewertet. Die liegt bei nur 80%. Das ist auch nicht gut. Aber was mir so fehlt, die progressiven Pässe sind bei Mavropanos sehr gut. Er spielt eben sehr viele gute Pässe, er hat ein sehr gutes Aufbauspiel mit vielen riskanten Pässen. Dadurch gibt es natürlich auch ein paar mehr Fehlpässe, dadurch ist die Passquote nicht so gut, aber ja, er traut sich bei seinem Aufbauspiel wenigstens was und das finde ich eigentlich ziemlich stark. Außerdem hat er 1,9 Tacklings pro Spiel und 2,2 abgefangene Bälle pro Spiel und das sind sehr starke Werte, die zeigen, dass Mavropanos auch defensiv gut arbeitet und dass ein 23-Jähriger, der für mich ein unüberdurchschnittlich guter Stamm-Bundesliga-Innenverteidiger ist, nur einen Marktwert von 6 Millionen Euro bei Transfermarkt hat. Das ist für mich eigentlich ein Verbrechen. Kommen wir zur Serie A und dort könnte ich es mir natürlich einfach machen. Ich könnte jetzt Edin Dzeko nehmen, ich könnte jetzt Oliver Giroud nehmen. Bei OneFootball sagen sie alle, sie werden in ihrer Karriere underrated. Das ist auch komplett wahr, aber ich will es mir nicht so einfach machen. Und ich kann auch nicht so viel sagen, was jetzt einen großen Mehrwert liefert. Wen ich ziemlich underrated finde, ist Lorenz
Lorenzo Pellegrini von der AS Rom. Ihr kennt ihn sicher auch von der italienischen Nationalmannschaft zum Beispiel. Und ich finde Pellegrini ziemlich stark. Ihm würde manchmal vorgeworfen, dass er nicht so ballsicher ist, dass er viele Fehlpässe spielt. Aber er ist auch so ein Spieler. Er ist ein Offensivspieler und wenn er den Ball bekommt, dann dreht er sich meistens und spielt einen Schlüsselpass, einen Steckpass. Er hat die meisten Schlüsselpässe in der Serie A und er spielt auch sehr viele Steckpässe. Und ich liebe Spieler, die Steckpässe spielen und darum bin ich auch ein großer Fan von Lorenzo Pellegrini. Außerdem hat er in 16 Spielen 8 Tore und 3 Vorlagen. Das ist wirklich ein sehr guter Wert. 3 Vorlagen ist zwar nicht so gut, aber er spielt viele vorletzte Pässe und vorvorletzte Pässe. Und nach der Seite Who Scored, das ist eine Statistikseite, nach dieser Seite ist er sogar der beste Spieler der Serie A. Und ich finde, dafür ist Lorenzo Pellegrini etwas zu niedrig gerankt und ist für mich auf jeden Fall ein Player to watch, der underrated ist. Kommen wir zur spanischen La Liga und da habe ich ausnahmsweise mal einen 31 Jahre alten Weltmeister, der natürlich sehr hoch gerankt ist, aber es ist ein Spieler, den ich absolut liebe und das ist Toni Kroos. Über Jahre hinweg hat er 90% Passquote gehabt und viele nennen ihn da Querpassquote, aber wie bei Pellegrini und Mafropanos ist das selber bei ihm. Ich finde, er spielt auch viele Pässe nach vorne und das sagen auch die Statistiken. 9 progressive Pässe pro Spiel. Damit zählt er zu den besten 3% der Welt. Nur zum Beispiel ein Joshua Kimmich oder so ist besser. Und das ist einfach Weltklasse. Und ich finde, er hat auch sein Passspiel über die Jahre hinweg deutlich verbessert. Und ich liebe einfach Toni Kroos in seiner Spielweise, in seiner Passsicherheit. Mit ihm hat man auch wenige Ballverluste. Wenn eine Mannschaft einen Ballbesitz-Fußball spielt, der sehr dominant ist, dann ist Toni Kroos der perfekte Spieler und ich bin ein großer Fan von Toni Kroos. Und Querpass-Toni von Leuten, die ihn nicht so gerne mögen, das höre ich einfach gar nicht gerne. Und ich habe einfach niemand Besseres gefunden als Toni Kroos in der La Liga. Kommen wir zur Ligue 1 und da habe ich, um ehrlich zu sein, keinen richtigen Spieler gefunden, der für mich so richtig unterschätzt ist. Darum habe ich es ganz einfach gemacht. Ich habe einfach wieder ein Talent genommen, auf das ich euch auch unbedingt aufmerksam machen wollte. Und den habe ich in der Liste gefunden, vor Adama Traoré auf Platz 1, und zwar bei den erfolgreichen Dribblings. Er hatte sehr viele erfolgreiche Dribblings, ich glaube 30 bis 35 oder so sind es bisher. Und davor habe ich ihn aber natürlich auch schon gehört, von dem Spiel gegen Paris. Und es ist Sulemana von den Stade Rennais. Natürlich gibt es bei Stade Rennais auch Jeremy Doku, auch ein sehr ähnlicher Spielertyp, auch ein sehr, sehr starker Spieler bei Stade Rennais. Der ist mir aber ein wenig zu bekannt von der EM bei Belgien und darum habe ich Sulemana genommen. Ich habe mir auch Videos von dem angeguckt. Im Gegensatz zu Jeremy Doku kommt er nicht mit seinem Tempo, sondern mit seiner Technik. Er ist so dribbelstark, weil er so technisch extrem fein ist. Er hat ein extrem feines Füßchen und dadurch ist er technisch stark. Er hat noch Probleme in der Defensivarbeit, so wie im Passspiel. Aber im Gegensatz zu Traoré, da haben wir ja vorhin dasselbe gesagt, hat er schon einen guten Abschluss. Und er ist natürlich noch nicht komplett, aber er ist schon ein sehr, sehr großes Talent und ist 19 Jahre jung. Stade Rennais hat überhaupt eine absolut spannende Mannschaft in der Ligue 1. Und ja, ich glaube, Sulemana wird auch in ein paar Jahren ein großer Spieler werden. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit diesem Video. Ihr könnt im Video auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und ihr könnt noch meine Bundesliga-Prognose mit anderen YouTubern ansehen. Die Bundesliga hat zwar schon begonnen, aber vielleicht ist es nochmal interessant, die Thesen, die ich und die anderen YouTuber hatten, nochmal anzusehen. Hier ist das Video auf jeden Fall verlinkt. Naja, ansonsten sehen wir uns dann. Vielen Dank fürs Ansehen und ciao!